schon während die Referenten sprechen, den Chat nutzen. Genau, und da können Sie gerne eine Frage stellen. Wir sammeln die dann und stellen sie auch an die Referentinnen oder Sie machen das persönlich und dann starten wir jetzt den Livestream. Ja, willkommen zur Veranstaltungsreihe Mehr Demokratie im Gespräch. Heute das Thema die Bürgerbeteiligungssoftware Konsul und vor allem der spezielle Fall in Würzburg und die Erfahrungen von Würzburg. Bevor wir beginnen, noch ein kurzer Hinweis. Mehr Demokratie ist mit zwei Projekten bei der Start Next Kampagne, das ist eine Crowdsourcing-Kampagne, dabei. Wir posten gleich den Link in den Chat, da können Sie mal drauf gehen. Wir sammeln Spenden, um in die nächste Runde zu kommen und sind schon knapp vorm Ziel, also gerne mal vorbeigucken. Genau, dann zu unserem Thema heute. Der Titel der Veranstaltung heißt Konsul, digitale Beteiligung für alle, Erfahrungen aus Würzburg. Wir haben heute zwei ReferentInnen dabei, beziehungsweise zwei Referenten. Einmal Simon Strohmenger von Mehr Demokratie, der Konsul von Konsul in Deutschland, und Tilman Hampel von der Stadt Würzburg. Er hat die technische Leitung. Konsul, wer es noch nicht kennt, viele von Ihnen kennen das wahrscheinlich schon. Konsul ist eine digitale Bürgerbeteiligungssoftware und ist mittlerweile auch in Deutschland vertreten. Und genau darüber wollen wir sprechen. Deswegen würde ich gleich mal das Mikrofon an dich übergeben. Simon, was macht Konsul so erfolgreich und warum wollen wir, dass noch mehr Städte Konsul nutzen? Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Simon Strohmenger. Vielen Dank, Sarah, für die Einführung. Genau, ich würde es jetzt so machen. Der Herr Hampel und ich haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Ich würde relativ kurz und knapp einführen. Was ist Konsul? Vielleicht sind ja doch noch ein paar Teilnehmenden mit dabei, die es noch nicht kennen. Wirklich aber nur 10 Minuten mit einem kurzen Überblick und dann können wir direkt, weshalb die meisten wahrscheinlich auch da sind, in die Praxis schauen, nach Würzburg. Und dafür würde ich zu Beginn jetzt meinen Bildschirm kurz mit Ihnen teilen. Wenn Verständnisfragen sind, dann können wir die übrigens dann auch direkt und gleich machen. Und ansonsten haben wir dann nach den beiden Inputs auch wirklich noch ganz viel Zeit und genügend Zeit, um da ja einfach auch nochmal drüber zu sprechen und alle Fragen abzuhandeln. Gut, dann müssten Sie jetzt meinen Bildschirm sehen. Und dann fangen wir doch an. Perfekt. Konsul. Das war die Frage gerade. Was ist Konsul eigentlich? Beziehungsweise warum sollten wir das in Deutschland haben? Das ist eine Frage, die haben wir uns vor ungefähr 2 Jahren auch gestellt. Was ist Konsul und vor allem, wie können wir eine ja, andere Art von Bürgerbeteiligung auch nach Deutschland bringen, weil wir doch ein Problem hatten, sowohl bei mehr Demokratie, aber das kennen wir auch allgemein aus der Bürgerbeteiligung. Und zwar machen leider viel zu oft die gleichen mit. Und das Bild, das wir jetzt hier sehen, ist da auch ein bisschen exemplarisch. Das heißt, wir haben viel zu wenig junge Menschen, die wir oft mit einbeziehen. Und mehr Demokratie hatte da so zwei Lösungswege. Den einen, was Bürgerbeteiligung angeht, ist der Bürgerrat, der es ja auch schafft, also diesen typischen Beteiligern, Beteiligerinnen auszubrechen und durch ein Losverfahren auch einen Querschnitt der Gesellschaft abzubilden. Und der zweite Weg war dann zu sagen, okay, dann liegt es ja irgendwie auf der Hand, das mit digitaler Beteiligung zu versuchen. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Hürden deutlich geringer sind. Das heißt, jeder kann von überall aus teilnehmen. Völlig egal, ob es jetzt zeitversetzt ist oder räumlich versetzt. Und damit, wenn es gut gemacht ist, die Bürgerbeteiligung, kann man auch eine wirklich große Reichweite hinbekommen. Wir sehen das gleich nochmal, wenn wir uns ja, die Herkunft von Konsul anschauen. Was mich ist auch Reichweite. Wenn es große Reichweite gibt, dann ist es natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit für eine Stadt. Man hat eine Stadt eine Art Seismograf, mit dem sie wirklich auch die eigenen Ideen testen kann, mit dem sie ja, gut kommunizieren kann in die Bürgerschaft hinein und aber eben auch andersrum. Das heißt, digitale Beteiligung, wenn sie gut gemacht ist, funktioniert in beide Richtungen. Das heißt, das ist sowohl für die BürgerInnen ein einfacherer Weg,
sich am Stand der Stadtgesellschaft zu beteiligen und andersrum aber für die Verwaltung eben auch eine Chance. Und dann eben haben wir die Hoffnung, dass wir dadurch mehr junge Menschen mit einbeziehen und auch eine höhere Transparenz in die einzelnen Maßnahmen hineinbekommen. Wie das gehen kann oder warum das mit Konsum möglich ist, das sehen wir gleich und das werden wir dann wahrscheinlich auch beim Herrn Hampel nochmal sehen. Die Frage ist aber ja auch immer, wo kommt denn sowas her? Also wie gesagt, wir standen vor 2 Jahren an dem Punkt zu sagen, wir wollen das aufbrechen aus den Gründen, die wir jetzt auch gerade gesehen haben. Also wir wollen mehr einen Querschnitt der Gesellschaft auch abbilden und viel mehr Menschen mit einbeziehen. Oft sind es ja bei irgendwelchen Veranstaltungen, die analog stattfinden, 50, 60 mal 100, wenn es gut läuft, aber mehr selten. Was übrigens nicht heißen soll, das ist vielleicht auch nochmal wichtig an der Stelle, dass es nur noch digital stattfinden soll. Ganz und gar nicht. Also es ist wirklich eine Verknüpfung, die uns super wichtig ist. Ist ja auch klar. Ich meine, wir bei Mehr Demokratie, wir sind jetzt ja fast in einem internen Rahmen hier auch. Wir sagen ja schon seit Jahrzehnten, und es ist ja auch ganz wichtig, Herz und Seele der Demokratie ist das Gespräch. Und das ist es immer noch. Also es ist ganz wichtig, dass man sich erkennt, dass man sich gegenüber sitzt, dass man empathisch spürt, wo liegt denn das Problem bei dem anderen? Warum denkt er, wie er denkt? Und dafür braucht es ganz klar auch weiter analoge Verfahren. Aber digital kann es gut bündeln. Über digital dafür Menschen erreichen, die da nicht mehr teilnehmen können. Genau, und deswegen wollten wir eine digitale Plattform. Und es war aber auch klar, dass wir keine ITler sind, die selber eine jetzt programmieren, sondern die meisten bei uns eher Politikwissenschaftler oder Sozialwissenschaftler. Das heißt, da wäre es gescheitert, mit Sicherheit. Und von daher haben wir uns einfach mal umgeschaut, was es so gibt auf dem auch internationalen Markt. Und wir sind auf dem Global Forum for Direct Democracy. Das ist so ein Kongress für direkte Demokratie, der jährlich stattfindet. Eigentlich jährlich, jetzt wegen Corona letztes Jahr nicht. Und da sind wir auf die VertreterInnen aus Madrid gestoßen. Und die haben uns von ihrer Plattform erzählt, die sie entwickelt haben. Damals zusammen mit Barcelona auch noch. Und Konsul stammt eigentlich von den Platzbesetzungen 2011, 2012. Daraus ist Podemos entstanden und aber eben nicht nur auf nationaler Ebene Podemos, sondern auch eine Reihe kleiner Parteien, Bürgerplattformen. Also da haben sich Bürger organisiert, Bürgerinnen, die vorher eben nicht in Parteien aktiv waren. Und die hatten immer das Problem, dass sie, Spanien ist ja noch mal zentralistischer aufgebaut als Deutschland, dass sie kaum zu hören waren, dass ihre Stimme nicht in die Politik gebracht haben. Und klar, als sie dann an der Macht jetzt mal in Spanien, in Madrid waren, dann haben sie einen Weg gesucht, wie man das aufbrechen kann, wie man die BürgerInnen stärker mit einbeziehen kann und haben dafür Konsul entwickelt. Und das war uns als Mehr Demokratie super wichtig, als Open-Source-Plattform. Das war uns aus zwei Gesichtspunkten wichtig. Zum einen sollen die Daten bei einer Kommune bleiben, die sollen nicht irgendwie nach außen weggehen zu einem Unternehmen. Und zum anderen, also jeder, der schon mal ein Bürgerbeteiligungsverfahren mit konstruiert hat, mit designt hat, weiß, dass das Ergebnis schon auch vom Verfahren abhängt. Also wen frage ich, wie frage ich, wo frage ich. Und das alles beeinflusst das Ergebnis. Und wenn eine Stadt sowas immer outsourced und nie selber macht, dann verliert sie irgendwann das Wissen, wie sowas funktioniert. Und das sollte eben nicht der Fall sein. Deswegen war uns wichtig, wir wollen eine Plattform nach Deutschland bringen, die genau das den Städten ermöglicht, die es ihnen ermöglicht, Bürgerbeteiligung selbst zu machen. Und das war nicht nur für uns ein Anreiz, sondern es ist mittlerweile in mehr als 140 Städten, Institutionen, wir sind sogar schon bei über 150 jetzt aktuell, in die sich das verbreitet hat. Also angefangen Madrid 2015 und von da aus ist es immer größer geworden. Ein Punkt ist klar, dass es kostenlos ist. Das sagt der Herr Hampel vielleicht dann auch nochmal was dazu, wie weit es wirklich kostenlos ist oder wo dann vielleicht doch nochmal Kosten auch auftauchen. Aber prinzipiell ist es erstmal Free Software, es ist frei. Es ist für jeden zugänglich und das haben
Madrid und so weiter auch nicht ganz uneigennützig gemacht. Klar, denen war es wichtig, dass es Open Source ist, aber wenn es kostenlos vielen zur Verfügung steht, dann haben wir auch die Möglichkeit, dass wir sehr viele mit dazu bekommen, viele mit an Bord bekommen, die alle mitentwickeln und die haben, also die alle auch mit testen und es nutzen und dementsprechend funktioniert Open Source dann an der Stelle einfach dann auch gut und besser. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt von mehr Demokratie, dass wir dieses Netzwerk, das dadurch entsteht, eben miteinander verbinden und die Städte untereinander connecten, dass sie kommunizieren können, dass sie sich besprechen können, wie, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Genau, dann können wir fast schon an den Herrn Hampel übergeben. Eine Sache habe ich noch. Ich will jetzt dann doch noch mal ganz kurz zumindest die Webseite zeigen. Und zwar finden Sie hier, nur für alle, die es interessiert, die offizielle Konsul-Webseite. Da können Sie einfach mal draufschauen. Da könnten Sie sogar direkt den Code herunterladen. Ist nicht ganz so einfach, wird uns der Herr Hampel auch mal bestätigen können. Und Sie finden hier alles notwendige Wissenswerte. Hier sehen Sie auch die Städte. Hier sehen Sie, dass wir eine neue Kooperation mit der UN gerade haben. Und wenn Sie hier draufklicken, dann können Sie die Konsul-Demo-Version einfach mal selbst austesten. Das heißt, hier können Sie sich anmelden und mal ein bisschen durchklicken, probieren, wie es funktioniert. Und wenn Sie die sich selber runterladen würden, würde die genauso ausschauen, wie Sie das jetzt hier sehen, mit den 5 Instrumenten. Aber jetzt gebe ich an den Herrn Ampel ab. Wenn wir uns Würzburg anschauen, dann wird uns gleich auffallen, dass das doch ein bisschen anders ausschaut als die Basisversion. Ja, dann würde ich sagen, danke Simon und ich übergebe gleich an Herrn Hampel und Sie können uns gerne mal von Konsul in Würzburg erzählen. Ja, sehr gerne. Wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle Zeit habt am Vorabend des Feiertages, mit uns Bürgerbeteiligung zu besprechen. Gefällt mir sehr gut, kommt mir entgegen. Ich habe mir ein ganzes Blatt aufgeschrieben, was ich heute erzählen will. Mal sehen, wie viel wir davon machen können. Ich würde aber ganz gern was zu mir bzw. zu unserer Einrichtung innerhalb der Stadt Würzburg sagen und dazu auch kurz 2, 3 Bilder zeigen. Ist der hier? Meinen Screen zeigen können. Mein Job ist zweigeteilt. Zum einen bin ich technischer Leiter in einem Gründerlabor. Das sieht so aus. Das ist ein Start-up-Zentrum. Neben 2 weiteren Start-up-Zentren in der Stadt machen wir hier quasi Digitalisierung für Start-ups, beraten Start-ups. Das sieht drinnen so aus, ist recht schön ausgestattet. Also das ist 1 von 3 Gebäuden, was wir da betreiben. Mal ein bisschen durchklicken. Startups melden sich da an und bewerben sich quasi um einen quasi kostenlosen Mietplatz, bekommen dann eine Beratung, wie sie ihre Ideen entwickeln könnten, wie sie überhaupt auf Ideen, wie sie Marktforschung zu ihren Ideen machen, können gegebenenfalls einziehen in dieses Startup-Zentrum namens ZDI, Zentrum für digitale Innovation, und miteinander sich sogar irgendwie gegenseitig vernetzen. Das passiert auch ganz aktuell und wenn es längerfristig funktioniert und unsere Beratung in irgendeiner Form und die eigenen Aktivitäten auch gut funktioniert haben, dann haben die vielleicht eine Finanzierung für die ersten 1, 2 Jahre und können loslegen. Beispiele von Startups, meistens sind es Startups mit digitaler Ausrichtung und skalierbaren Geschäftsfeldern. Beispiele sind App-Entwicklung und App-Vertrieb im sozialen Bereich, aber auch im NGO-Bereich, Machine-Learning-Projekte, künstliche Intelligenz, Robotik. Das sind auch Lehrstühle, die bei uns relativ stark sind in Würzburg an der Universität und an der Fachhochschule. Und das ist relativ klar, dass da natürlich auch das Interesse relativ stark ist. Der andere Teil meines Jobs ist der Smart City Manager, so nennen die das. Das ist ein Halbtagsjob, also der Stadt Würzburg. Es gibt eine weitere Halbtagsstelle in dem Bereich. Und in diesen Bereich fällt natürlich auch die digitale Bürgerbeteiligung. Und da kommen wir auch schon zu dem Thema. Ich möchte so ein ganz klein bisschen vom zeitlichen Ablauf machen, wie ich da dazu gekommen bin. Jetzt quasi so eine Art technischer Backbone Head, wie auch immer, von der digitalen Bürgerbeteiligung in der Stadt Würzburg zu sein.
Es gibt einen Professor, der heißt Harald Wenes, der hat ein übergreifendes Seminar mit vielen StudentInnen aus unterschiedlichen Bereichen. Und dort wurde der Vorschlag gemacht im Rahmen eines jährlichen Ideenpitches, Bürgerbeteiligung digital für die Stadt Würzburg doch auf Basis von Konsul einzuführen und auszuprobieren. Das haben wir uns angehört und fanden das eigentlich ziemlich spannend, ziemlich interessant. Da kamen 5, 6 Studierende und haben uns erklärt, wie das funktioniert und wollten das eigentlich bei sich auf dem Hochschulserver aufsetzen und machen. Da war auch der Michael Weber, der vielleicht heute auch dabei ist, das weiß ich gar nicht, dabei. Der hat inzwischen so eine kleine Stelle bei uns bei der Stadt, brauchen wir nämlich, weil das Projekt ja betreut werden möchte. Das haben wir nur damals, wir reden von einem guten Jahr, nicht gedacht, dass das so abgeht. Und dass es so abgeht, müssen wir natürlich ein bisschen, da sind wir jetzt nicht so stolz drauf, auf Corona schieben, das ist ganz klar. Die Erwartungshaltung innerhalb der Stadtverwaltung war, das ist noch beschönigt gesagt, gering. Man hatte Erfahrungen aus anderen Städten, irgendwo Zahlen gelesen, hey, Bürgerbeteiligung digital, das interessiert keinen Menschen, da machen noch nicht mal 3% der gesamten Bevölkerung mit. Solche Zahlen, die bewertet man jetzt völlig anders, wenn man das kennt. Die bewertet man auch anders wie das, Simon, was du gesagt hast. Wenn man mal weiß, wie so eine Mehrzweckhallenveranstaltung für eine planungsvorbereitende, umbauplanungsvorbereitende Bürgerverwaltung abgeht, dann kommen halt wirklich eine Handvoll Menschen, vielleicht sind es auch 20 oder 30, freuen sich auf ihren in Würzburg trinkt man Schoppen. Und dann gibt es ein Schoppen und eine Salzstange oder irgendwie so Gebäck. Und es ist abends und die hören sich dann 2, 3 Vorträge an, reden darüber, bringen auch ihren Input rein. Und das hat halt eine starke Barriere. Und dieses Wort Barriere, das ist uns immer wieder begegnet auf dem Weg zur digitalen Bürgerbeteiligung. Die Barriere ist, wenn du Kinder hast und zu Hause bist, dann kannst du nicht zu dieser Veranstaltung kommen. Die ist nämlich nur einmal. Die wird nicht wiederholt. Die ist vielleicht 3 Tage an einem Wochenende, aber nicht jeden Tag über 4 Wochen. Wenn du berufstätig bist, hast du da auch größere Probleme. Vielleicht gefällt dir auch diese Art der Auseinandersetzung nicht und du bist nicht so der Typ, der auf die Bühne rennt und vor allen anderen irgendwie deine Meinung kundtust. Das ist ja, wir reden hier von einer ganz starken Demokratisierung und innerhalb der Digitalisierung von einem ganz starken Effekt, dass sich ein Shift vollzieht. Leute, die normalerweise sich nicht beteiligen würden, sei es aus Zeit und anderen Gründen oder aus von ihrem Wesen her, können sich plötzlich beteiligen, weil diese Beteiligung asynchron ist, weil sie in einem vertrauten Umfeld passiert, nämlich zum Beispiel in einem Browser und weil ich das zu einer Uhrzeit machen kann, wo ich das machen kann. Die niedrige Erwartungshaltung war natürlich eine gute Voraussetzung, um alle zu überraschen. Das war gut, positiv zu überraschen. Wir hatten im Vorfeld, bevor wir das eingeführt haben, natürlich das technische Setup diskutiert. Wie machen wir das? Können wir das selbst installieren? Wer hat eine Ahnung von Ruby? Ruby on Rails, das ist die zugrunde liegende Programmiersprache. Das ist jetzt nicht das WordPress Markup Language von zum Runterladen, wurde gerade schon angesprochen. Also man kann das nicht so ganz einfach installieren. Es gibt aber Leute, die sich ganz gut damit auskennen und ich muss zu meinem Glück sagen, dass ich mehrere Projekte in meinem beruflichen Leben mit Ruby on Rails begleitet habe. Ich bin kein Programmierer, aber ich habe relativ viel mit Programmieren zu tun und kannte da auch Menschen und habe auch Projekte, die ganz ähnlich waren, wo einfach viele Menschen innerhalb von einer Plattform zusammenarbeiten wollen, mit Ruby on Rails begleitet und auch geplant. Wir haben uns trotzdem abgestimmt, wie sowas abläuft und es gab 1, 2 Städte, die schon ein bisschen vor uns angefangen haben. Da möchte ich die Frau Kohlhage erwähnen aus Detmold, die war extrem hilfreich. Simon, die kennst du auch, die Frau Kohlhage, mit der haben wir uns abgestimmt und da war ein ganz wichtiges Thema und das lege ich auch jedem ans Herz, der sich damit beschäftigt. Und da sind wir noch nicht gut, gar nicht gut in Würzburg, was das angeht. Denn Bürgerbeteiligung, das ist Bürgerbeteiligung und das macht dann eine Behörde. Wir sehen uns das gleich mal kurz an, wie das aussieht. Aber wie da müssen wir jetzt Werbung dafür machen? Wieso sollen wir da Werbung machen? Das ist doch sowieso im Internet. Ja, kann ich da ein Radiointerview geben? Ja. Kann ich da QR-Codes auf Bäume kleben und mit den QR-Codes Fragen stellen, ob ich weg soll als Baum, meine ich jetzt? Kann ich da Abstimmungen, die ans Herz gehen, irgendwie in irgendeiner Form vorbereiten? Ja.
Das sind wichtige Themen, die bei uns eher noch sehr klassisch ablaufen. Das heißt, da wird eine Pressenotiz gemacht, die wird von allen Abteilungen abgesegnet und dann wird die rausgeschickt und das ein oder andere darüber geschrieben. Aber das ist dann natürlich auch wieder auf einem Weg verteilt, der die Menschen erreicht, die bisher vielleicht schon auf die Bürgerbeteiligung gegangen sind, also auf die Präsenzveranstaltung und die anderen nicht. Da wird man sich also für die Zukunft was einfallen lassen müssen. Ich zeige jetzt mal unsere Plattform, um mal so ein paar vergangene Projekte und anhand dieser Projekte das kurz darzustellen. Ich denke, ich kann das in Chrome machen und müsste in diesem Zusammenhang hier, ich hoffe, man sieht jetzt Mitmachen Würzburg, kriege ich da ein Nicken? Ah, sehr schön, sehr schön. Wir haben aktuell kein laufendes Projekt, das ist relativ neu. Wir hatten bis vor 2 Tagen, also bis Montag einschließlich 2 laufende Projekte. Wir haben, was das Design angeht, uns sehr stark an die Vorlage gehalten, haben ein bisschen Farben angepasst. Man kann Designänderungen in Konsul relativ leicht machen, muss aber in die Programmieroberfläche eingreifen. Das heißt, man kann es nicht in der Oberfläche selbst machen, wenn man Farben ändern will, wenn man ein Logo umändern will, da muss man ganz kurz da rein. So, das nur so am Rande. Ich kann am Beispiel der abgeschlossenen Projekte vielleicht was zeigen. Wir hatten 5 Projekte bisher. Hier sind 3 zu sehen. Das eine ist ein Lernaktionsplan gewesen. Der lief aufgrund der Zeit, das war das erste, war vergangenen November, schon mit einer Beratungsagentur. Es ist üblich in Fachbereichen einer Verwaltung, dass man sich eine Agentur holt und mit der Agentur eine Bürgerbeteiligung plant. Da werden dann Unterlagen vorbereitet, da wird eine Befragung der Bevölkerung vorbereitet, da wird auch so eine Veranstaltung vorbereitet und dann werden zum Schluss Papiere ausgegeben, die das widerspiegeln, was die Bürgerbeteiligung ergeben hat, sodass die Mitarbeiterinnen in den Fachbereichen, sagen wir in der Stadtplanung oder im Umweltamt, in den Stadtrat gehen können und sagen, ja, passt auf, wir haben vor, dieses oder jenes zu tun. Und wir haben auch die Bevölkerung befragt, das sieht so oder so aus. Das ist ein Muss. Das muss dargestellt werden und das ist auch ein Punkt, wo wir insgesamt an Konsul noch ein bisschen drehen und schieben müssen, um das vielleicht ein bisschen näher an den Verwaltungsapparat zu bringen. Aber der Verwaltungsapparat ist relativ flexibel, der nähert sich auch sehr gerne, haben wir jetzt festgestellt. Konsul auch innerhalb der Verwaltung anbieten und dafür Ideenfindung, für Entscheidungsfindung geschlossen, verwaltungsintern nutzen, auf einem nur intern erreichbaren Server oder zumindest nur intern genutzten Server. Und das andere, da teile ich jetzt nochmal kurz meinen Monitor, ist eine Geschichte, die wir uns wahnsinnig wünschen als Weiterentwicklung von Konsul. Da haben wir noch nicht so eine richtig gute Möglichkeit. Das knüpft darauf an, was ich vorhin gesagt habe. Das ist ein Excel-Sheet aus der letzten Bürgerbeteiligung. Das sind die Kommentare, das sind die Namen und E-Mail-Adressen, was hier abgegeben wurde. Und ganz wichtig, das ist hier, wann ist das abgegeben worden? Ist das pro bewertet worden oder kontra bewertet worden? Und hier würde im Zweifelsfall auch die Diskussion und die Unterkommentare und die Unterunterkommentare mit dranhängen. Ich weiß nicht, wie die das nutzen, weil das sind echt chaotische Excel-Files und Excel ist nicht das Tool, um Arrays abzubilden, die Joint-Datenbankverbindungen drin haben und irgendwo sagen können, warte mal, auf den Kommentar wurde so und so reagiert und so. Das kann das Tool eigentlich nicht, aber die wollen das haben, die wollen das ausdrucken, die wollen das in die Stadtratssitzung mitnehmen. Und dazu kommt ein weiteres Thema, wo wir an einer Anbindung arbeiten, wo wir darüber sprechen. Wir haben ein Startup in der Stadt Würzburg, das heißt Demosi. Und Demosi ist so eine Art Tinder für Stadtentscheidungen, so das sagen die selbst. Also mit links und rechts swipen kann man sagen, ja, gefällt mir nicht. Und wir wollen das Backend von Demosi und das Backend, die Datenbankbasis von Konsul, verknüpfen
Uns ist klar, dass die Niederschwelligkeit einer App, wo man sich noch nicht mal registrieren muss, mit der nicht ganz so niederschwelligen Variante einer, zum Teil, ich kann ja eine EID integrieren in meine Konsoleninstallation und ich werde es auch tun bei uns. Das widerspricht sich natürlich. Aber als ersten Schritt können wir uns das extrem gut vorstellen. Das können dann Handy-Apps sein, mit denen wir Entscheidungen machen, wie ich sie vorhin genannt habe. Ich muss weg, bist du dafür oder nicht? Das kann an einem Baum kleben, als Taste oder als QR-Code. Und dann kann ich die App runterladen und dann ist es ein bisschen emotional. Aber dann habe ich die Leute vielleicht am Hals und dann kann ich ihnen sagen, jetzt kommst du noch auf Konsole und dann machst du gleich mit bei der Diskussion, so ungefähr. Wir haben auch so Buttonsysteme, die wir gerade testen. Es gibt ja so Internet of Things Netzwerke namens LoRaWAN. Das haben wir in der Stadt gerade in der Erprobungsphase. Und da gibt es so Pro- und Contra-Buttons. Die sehen so richtig wie so Buzzer-Buttons aus. Und wir können uns vorstellen, dass Abstimmungen auch über solche Dinger in irgendeiner Art und Weise laufen. Das heißt, ich kann an einen Platz, an ein Display, an ein gedrucktes Plakat über eine Problemstellung informieren. Echte Plastiktasten, die wasserecht sind, dran machen, dann kann ich sagen, ich bin dafür, ich bin dagegen. Und wenn einer ganz oft auf die Dafür-Taste drückt, dann kriegt das mein System mit und das wird dann nicht gezählt in ganz kurzer Zeit. Da kann man davor sein. Und wenn wir sowas ein bisschen miteinander verschränken können, nicht total, es wird nicht gehen, wegen der genannten Registrierungsgeschichten, dann wären wir sehr froh. Und schließen möchte ich mit drei Wünschen für die Zukunft, was Konsole angeht, wo wir auch echte Mängel sehen und wo wir uns weiterentwickeln wollen und wo wir auch mit dran arbeiten wollen im Sinne eines echten Open-Source-Projektes. Das eine ist eine Multiprojekt- oder Tenant-Version von Konsole. Derzeit ist es so, dass ich eine Installation von Konsole habe und da haben Sie Ihre Beteiligung im Bauamt und dann logge ich mich ins Backend ein als Moderatorin. Und dann manage ich die Kommentare von dem Backend, im Backend von den Leuten. Und wenn ich nicht genau aufpasse, dann manage ich vielleicht einen Kommentar von der parallel laufenden Beteiligung zum Thema Beachvolleyballplatz woanders, in einem anderen Stadtteil. Das ist nicht schlimm. Wenn wir alle in einer Verwaltung arbeiten, dann können wir den Leuten sagen, Leute, ihr müsst aber bitte nicht bei der anderen Diskussion mitmachen. Ihr macht schön bei eurer Diskussion mit. Aber schöner wäre es doch, wenn das voneinander trennbare Bereiche sind. Und wir wissen aus dem Source Code in GitHub gibt es eine, auch schon länger leider nicht mehr, soweit ich weiß, gepflegte Version, einer Multi-Tenant-Version. Wir wollen die auch mal installieren. Aber wir wollen also ganz unbedingt an so einer Variante arbeiten. Und ein zweiter Wunsch, den wir haben, das ist eine Verstärkung von Analytics-Möglichkeiten. Das heißt, momentan kann ich nur sehr grob sagen, wie viele Leute haben welchen Vorschlag gut gefunden und schlecht gefunden. Wir haben also ein ganz einfaches, datenschutzkonformes, super oldschool Monitoring-System, Analysesystem damit installiert und achten darauf, dass natürlich da keine IP-Nummern und so weiter dabei sind und können da sagen, hey, ja, so und so viele Leute haben hier auf den Like-Button gedrückt und dort nicht auf den Like-Button gedrückt. Und das ist aber echt manuelle Arbeit. Da muss sich jemand hinsetzen von uns, von unserem Team und diese Sachen rausfinden. Das wäre wirklich toll, wenn man da ein Datenschutz, DSGVO-konformes Tool mit anbietet, was man als Verwaltung verwenden kann und darf. Und dann schließe ich eigentlich nur mit Go Konsole. Macht's einfach, führt's ein, das macht Sinn. Da kann man auch mal mit einem Projekt scheitern, aber unsere Erfahrungen sind extrem positiv. Jetzt gerne Fragen. Ja, vielen Dank. Ich würde dann auch schon mit den ersten Fragen aus dem Chat beginnen. Die erste Frage würde an dich, Simon, gehen. Und zwar, du hast ja schon Barcelona erwähnt. Das war die Stadt mit Madrid, in der Konsole entwickelt wurde. Die Frage aus dem Chat ist, habt ihr zufällig auch Erfahrung mit Decidim aus Barcelona? Also wir haben keine direkten Erfahrungen damit, zumindest in Deutschland nicht. Decidim und Konsole wurden damals wirklich zusammen entwickelt, basiert auch auf dem gleichen Code. Und die haben dann 1-2 Jahre später ein bisschen eine andere Abzweigung genommen und es für sich anders weiterentwickelt. Und es gab auch, oder es gibt eigentlich, wenn jetzt kein Corona wäre, das dieses Jahr auch gehabt, eine Konsole-Konferenz, eine internationale. Da sind wirklich so alle dabei, die es nutzen. Und da war Decidim auch immer mit dazu eingeladen. Also da gibt es eine sehr enge Verbindung.
Aber ich kenne mich jetzt mit dem Backend und so weiter von Dashit jetzt nicht gut aus. Also wenn es da Fragen gibt, könnte ich die höchstens bei uns in die internationale Sektion weiterleiten. Super, vielen Dank. Tillmann, an dich. Du hattest erwähnt, dass in Würzburg keine gesonderte Kommunikationskampagne stattgefunden hat. Die Frage war jetzt, wie viele Teilnehmerinnen haben mitgemacht? Du hattest einmal schon 1000 erwähnt, aber vielleicht kannst du da kurz deine Erfahrungen mit Kommunikationskampagne, keine Kommunikationskampagne nochmal erläutern. Du bist noch auf stumm geschaltet. Ich sehe es gerade. Ist tatsächlich sehr vom Thema abhängig. Wenn ich wenig darüber nach außen kommuniziere, dann habe ich Themen, da sind nur wenige hundert Menschen in der Diskussion. Ich kann tatsächlich jetzt aus dem Kopf diese Zahl, der beste Vorschlag, ich glaube, das war ein Pump-Up-Track innerhalb einer neu zu bauenden Autobahn, A3, die ist jetzt überdacht. Also wenn ihr das nächste Mal in Urlaub fahrt, nach Norden oder Süden, je nachdem, wo ihr fahrt, da fahrt ihr jetzt ganz doll um Würzburg rum und seht die Stadt nicht mehr. Und wir hören euch nicht mehr. Und da ist ein Pumptrack drauf gebaut. Und es war, die haben echt Leute motiviert mitzumachen. Also da waren dann 700 Votes für den Pumptrack oder sowas in der Richtung, zum Beispiel neben der Parkbank. Da sind dann schon viele hundert Beiträge. Wenn ich sage, ich habe ungefähr 1000 registrierte Userinnen, dann weiß ich jetzt auch schon, dass da viele dabei sind, die bei mehreren Beteiligungen sich mitmachen. Die Auswertung von der jüngsten Beteiligung, ISEC-Verfahren, Umbau Krumbühl, liegt mir leider noch nicht vor und ich konnte die jetzt auch diese Woche noch nicht machen. War aber auch in dem Bereich und es war eine veranstaltungslose Beteiligung. Es gab ein bisschen Berichterstattung von so BürgerInnenforen auf Instagram hauptsächlich. Die haben da ein bisschen was gemacht. Also es ging aber nicht von der Verwaltung aus. Und das hat man deutlich gesehen. Ich würde sagen, 1:10 ist das Verhältnis, wenn ich was tue, so eine Kick-Off-Veranstaltung mit dem Bürgermeister, dick in der Zeitung und irgendwie Lokal-TV angekündigt. Ich erkläre euch, wie das mit dem geht, mit dem neuen Umbauplan und so weiter. Und wir haben da ein Tool. Versus nichts machen und halt eine Pressenotiz und ohne Interview im Lokalradio, irgendwie sowas. Da ist dann ein bisschen weniger los. Nichtsdestotrotz hält sich das weniger in einem positiven Verhältnis und es ist immer noch mehr als das, was man früher in diesen Analogveranstaltungen erwartet hat. Also die sind trotzdem happy, will ich damit sagen, mit ihrer Bürgerbeteiligung. Ich würde halt Werbung schalten, auch offline, in die Gemeindezeitungen gehen, einen Zettel austragen in dem jeweiligen Teil. Weil es sind ja meistens echt sublokale Themen, die wir hier haben. Das heißt, wir haben ein ganz kleines Gebiet und in dem kleinen Gebiet wollen wir kommunizieren. Das geht eigentlich relativ leicht und für wenig Geld. Okay, ist es dann auch so, dass die Menschen, die nicht in dem Stadtteil leben, bei dem Projekt dann mitmachen, also online sich beteiligen oder machen das dann auch wirklich nur die Leute, die in dem Stadtteil wohnen? Habt ihr da irgendwie Erfahrungen oder Ergebnisse? Wir haben den Eindruck von den Live-Diskussionen, wir haben ja hier bisher nur Diskussionserfahrungen, wir haben keine Abstimmungserfahrungen im wirklichen Sinne. Leute diskutieren nicht und verbringen keine Zeit auf einer Plattform, egal ob Abend oder Tag, von Themen, wo sie überhaupt keine Ahnung haben und nicht mitreden können. Es gab irgendwie so eine Thematik, Parken in der Innenstadt, das kennt ihr sicher alle. Das ist in allen Städten so, dass es die Bevölkerung außenrum gibt, die sagen, ey, ihr könnt doch nicht alle Parkplätze wegmachen. Und es gibt die Bevölkerung innen, die sagen, ey, wir haben überhaupt keine Parkplätze mehr, weil ihr uns die alle wegparkt. Und die streiten sich dann. Und da wurde es einmal ein bisschen breiter, da wurde es auch mal ein bisschen lauter, in Anführungsstrichen, ja. Da waren ein paar Leute dabei, die eigentlich das konkret jetzt nicht unbedingt hätte interessieren müssen. Wir haben darüber konkret nachgedacht natürlich, wie wir das verhindern können, wie wir irgendwo vielleicht Quadranten, die Stadt in Quadranten oder Stadtteile teilen können, um dann abzufragen, ob jemand wirklich in diesem Stadtteil arbeitet oder lebt. Weil es reicht nicht mit dem Einwohner, mit dem Perso oder sowas. Weil die meisten dieser Beteiligungen gehen auch an Leute, die da arbeiten. Das heißt, die wohnen vielleicht in ganz anderen Stadt außenrum und die kommen dahin, die sollen aber trotzdem sagen, wie sie mittags ihr Essen kriegen oder wo sie ihr Auto abstellen können oder ihr Fahrrad oder wie sie dahin kommen, ÖPNV. Und die wollen wir ja auch hören, diese Menschen. Von daher ist es gar nicht so leicht und nicht mit einer Registrierung getan.
Aber letztlich läuft es darauf raus, dass wenn wir tatsächliche Entscheidungen, Vorentscheidungen machen wollen, dass wir über eine Anbindung an EID oder ein anderes System eine Identifikation von den Menschen, eine sichere Identifikation über eine Dritttabelle, die wir täglich einmal aus dem Einwohnermeldeamt exportieren mit irgendwelchen Nummern, die man nicht zuordnen kann, einen Abgleich zu machen. Und da gibt es ja auch Beispiele, wo das bereits programmiert wird, in andere Softwarepakete. Und deswegen denken wir, dass wir das auch in Konsul reinkriegen. Simon, ich weiß nicht, ob jemand schon benutzt. Meine Frage an dem Spiel, benutzt schon jemand EID mit Konsul in Deutschland? Wir sind, also es ist gerade in Bamberg am Start. Die wollen das damit verknüpfen. Und soweit ich weiß, überlegen sie in München auch, so ein Bürgerkonto da auch zu verknüpfen. Aber die Bamberger wären die Ersten dann, ja. Sehr gut. Sehr gut, dann machen die da die Erfahrung. Das freut mich sehr. Weil die Frage wird natürlich über kurz oder lang kommen und dann kommt man auch auf so Verfahrenspunkte, dass ich sage, das ist ja impliziert in die verschiedenen Module bei Konsul, dass ich sage, warte mal, bevor wir irgendwas freischalten, was Abstimmung angeht oder bevor wir irgendwas nutzen online, da müssen wir in den Stadtrat. Da müssen wir als Verwaltung in den Stadtrat. Und erstmal werden die uns ja nicht lieben dafür, dass wir ihnen Entscheidungen abnehmen wollen. Oh Gott, was macht ihr da? Wir sind gewählt worden, wir haben das hier zu machen. Aber das ist ja nur zur Hälfte wahr. Wir könnten uns ja vorstellen, dass wir sagen, okay, wir regeln jetzt hier, wir einigen uns bei einem Thema auf eine Anzahl von Likes oder Erwähnungen oder Interaktionen mit einem Thema, sagen wir mal 1.000. Und wenn es die gab, die 1.000, dann verpflichtet ihr euch als Gremium, dieses Thema aufzugreifen, das einmal im Stadtrat zu besprechen. Das heißt gar nichts, ihr seid überhaupt nichts gebunden, keine Vorentscheidung oder nichts. Das würden die ja auch tun, wenn 3 Artikel in der Lokalzeitung stehen würden. Dann würden sie auch darüber sprechen. Dann können sie auch, und das sehen sie auch schnell ein, können sie auch hergehen und sagen, hey ja, wenn so und so viele Leute das diskutieren, dann sind wir natürlich bereit. Und absolut in unserem Interesse ist es, dass wir darüber sprechen als Verwaltung, weil wir wollen ja nicht an den Leuten vorbei arbeiten. Also das will ja niemand per se. Alles klar. Ja, Simon? Darf ich ganz kurz noch ergänzen, Sarah? Ja, gerne. Ich halte mich aber auch wirklich kurz. Und zwar zu dem ersten Punkt, was Kommunikation angeht. Ich glaube, da ist es super wichtig, und das ist natürlich jetzt gerade schwierig zu Corona-Zeiten, aber da den öffentlichen Raum mitzudenken. Also wir hatten in München beispielsweise die Sommerstraßen. Das sind verkehrsberuhigte Straßen von, ich glaube, Juli bis September. Ich habe die Maren im Chat gesehen, die könnte das vielleicht nochmal richtig stellen. Aber wir haben da gesehen, in den Straßen, in denen wir Infostände hatten vorher, da war die Beteiligung viel, viel besser digital dann. Also das heißt, öffentlichen Raum immer mitdenken, sei es mit Plakaten, sei es mit Infoständen, sei es mit den QR-Codes, die Tillmann genannt hat. Also da muss man ein bisschen kreativ sein, aber öffentlicher Raum ist nicht nur bei Verknüpfung mit digital wichtig, sondern auch bei der Kommunikation dafür. Genau, das war das Erste. Und das Zweite, was Melderegister angeht, da haben wir die Erfahrung in Deutschland noch nicht, aber in Madrid haben wir sie beispielsweise, haben das Melderegister verknüpft. Und da kann man dann natürlich relativ gut nachvollziehen, dass dann auch nur beispielsweise diejenigen in den Stadtvierteln mitmachen, dass jeder nur einmal mitmacht oder zweimal, je nachdem, wie oft man darf. Das heißt, man hat eine deutlich höhere Nachvollziehbarkeit, aber man hatte in Madrid auch eine deutlich höhere Verbindlichkeit. Das heißt, da konnte man wirklich abstimmen, was jetzt in Deutschland bisher in den wenigsten Städten oder eigentlich noch gar nicht so wirklich durchgeführt wird. Aber das beinhaltet Konsul ja als Instrument. Und das heißt, wenn wir dann soweit sind, dass wir jetzt in Bamberg, dann vielleicht auch in Würzburg diese Verknüpfungsmöglichkeiten haben, dann ist es hoffentlich auch der nächste Schritt. Also das ist auch das, was wir als Mehr Demokratie da als zentralen Punkt auch mitsehen. Und dann kann man sich auch wirklich überlegen, dass man es je nach Projekt auch unterschiedlich macht. Oder dass man beispielsweise mitdiskutieren darf jeder und abstimmen dann beispielsweise nur die EinwohnerInnen. Also da ist man auch nochmal, wäre man auch nochmal sehr flexibel. Alles klar. Dann, wir haben jetzt schon von Erfolgen in Würzburg gehört, aber aus dem Chat kommt die Frage, ob es denn ein deutsches Konsulprojekt gibt, das schiefgegangen ist. Und wenn ja, ob daraus gelernt wurde.
Also die Definiere Frage. schiefgegangen. Genau. Vielleicht wenig Beteiligung oder komische Beiträge. Okay, vielleicht würde ich erst antworten, Tilman, dann kannst du vielleicht noch ergänzen. Okay. Ich kann jetzt nicht sagen, also dass wir mehr und weniger Beteiligung hatten, habe ich bereits gesagt. Sonst kann ich eigentlich nichts von Schiefgehen von unserer Seite berichten. Genau, also die Frage ist ein bisschen, wann ist es Schiefgehen? Was wir jetzt schon, also was gab schon auch Projekte, gerade so bei den ersten, wo wir sehen, dass es weniger Beteiligung gab, als gewünscht wurde, als man sich erhofft hat. Klar, am Anfang sind immer so diese Zahlen aus Madrid, die wir bei der Vorstellung, wenn wir das in der Stadt vorstellen, die spielen wir auch immer mit und sagen, in Madrid sind 500.000 Menschen angemeldet, wir haben Prozesse mit 300.000, die da mitmachen. Und das ist aber selten zu Beginn so, auch in Madrid war das nicht zu Beginn so. Da gibt es ein wichtiger Punkt, was ist vorher in der Stadt passiert? Also vertraut man der Bürgerbeteiligung da auch oder ist ein gewisses Misstrauen vielleicht auch schon da? Das heißt, da muss man dann wieder viel mehr ins Marketing gehen und auch wirklich überzeugen dann. Und zum anderen, was dann oft der Lerneffekt gerade bei zu wenig Beteiligung war, ist, dass man mehr Marketing machen muss. Also dass es wirklich nicht so ist, man hat eine digitale Plattform, die steht doch im Internet, da kann doch, die findet doch jetzt jeder. Natürlich findet die nicht jeder, sondern man muss dafür eben Werbung machen, man muss Marketing machen. Ein guter Zug ist auch, sich mit so den wichtigen zivilgesellschaftlichen Playern nochmal zusammenzusetzen, die zu informieren, dass es jetzt so eine Plattform gibt. Und genau, also man muss einfach was dafür tun. Und das ist meistens so die erste größere Erkenntnis dann. Ja. Alles klar. Wir haben jetzt, wenn wir über Konsul gesprochen haben, haben wir über Städte gesprochen, die Konsul nutzen. Die Frage aus dem Chat kam jetzt, wie sieht es denn mit Regionen wie Regierungsbezirken oder landespolitische Bereiche aus? Kann dort Konsul auch genutzt werden? Möglich. Wolltest du erst, Tilman? Ich kann als Beispiel einbringen, dass wir es gerade, diese eine der neuen Plattformen, die wir aufmachen, die wollen wir für den Landkreis, also das ist natürlich jetzt auch so etwas ähnliches wie eine Stadt, aber sehr kleinteilig, sind 52 Gemeinden, aufbauen und einfach deswegen, weil eine Gemeinde so sehr auf diese Konsulgeschichte steht, die haben das halt in der Stadt Würzburg gesehen, die sind so 15 Kilometer von der Stadt Würzburg entfernt, die wollen jetzt ihre Verfahren darüber machen und haben uns, sind uns direkt angegangen und gesagt, wir wollen das machen, wir bezahlen es auch selbst, was wollten ihr? Und wir treten da fast schon als Subdienstleister auf, das kann man jetzt natürlich so nicht sagen, wir helfen denen letztlich das selbst aufzusetzen, aber nicht als Gemeinde, sondern machen es gleich auf dann für die Nutzung von anderen Gemeinden auch. Dann würde ich dann ein Projekt für eine Gemeinde sehen und dann ein zweites Projekt für eine zweite Gemeinde. Das werden wir dort vorschlagen. Das ist natürlich noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber so wird es wohl eingeführt werden. Den anderen Teil der Antwort muss ich Simon überlassen. Da weiß ich nicht, ich kann mir das vorstellen, dass das in ganz anderen Umgebungen geht. Ich habe vorhin davon gesprochen, wir wollen das intern nutzen. Wir können uns vorstellen, das ganz themenspezifisch zu nutzen und auch für Teams zu nutzen, die nicht alle immer zusammensitzen und Entscheidungen treffen können. Simon? Also ich glaube, bei dem ersten Teil, den hat Tilman jetzt ja beantwortet. Also das funktioniert auf Landkreise auch, kann man sich sehr gut vorstellen. Wir hatten sogar auf nationaler Ebene, Kolumbien, Uruguay haben ihre Nachhaltigkeitspläne beispielsweise auch darüber gemacht. Aber man kann es auch komplett abseits von Landkreisen und Kommunen denken, beispielsweise German Zero, entwickelt es ein Klimagesetz gerade darüber kollaborativ. Jetzt haben wir gerade eine Anfrage vom, da zeige ich es bestimmt falsch, Deutscher Verkehrsclub, nein, aber so ähnlich, die Mobilitätsgesetz nachhaltigeres darüber entwickeln wollen. Also es ist durchaus auch für Initiativen denkbar oder für Parteien, das haben wir international öfter, die sich darüber organisieren, die darüber Wahl- oder Parteiprogramme gemeinschaftlich schreiben. Also da ist wirklich vieles denkbar. Mhm. Du hast jetzt gerade schon Initiativen erwähnt. Wir haben noch eine Frage aus dem Chat und zwar, Konsul funktioniert gut kommunal. Was ist aber, wenn die kommunalen Zuständigen nur eine schlechte Möglichkeit bieten? Ich diese als zivilgesellschaftliche Initiative oder Organisation eine bessere Alternative vorschlagen möchte. Das heißt oder das meint, dass man das als Initiative selbst initiiert
Oder habe ich es jetzt falsch verstanden? Ja, ich stelle es mir so vor, dass die Gemeinde schon etwas nutzt, ein Beteiligungsinstrument, aber man möchte das Konsul zum Beispiel vorschlagen. Also prinzipiell ist es natürlich möglich, dass man das auch als Initiative für eine Kommune startet. Aber das Problem ist, also es hängt ja auch viel so ein Beteiligungsverfahren von der Verbindlichkeit ab, die dahinter steht. Das heißt, das machen ja auch viele Kommunen falsch. Also was heißt falsch, aber nicht gut. Und Verbindlichkeit heißt jetzt nicht unbedingt, dass alles umgesetzt werden muss, was auf so einer Plattform reinkommt, sondern dass vorher klar sein muss, wie wird damit umgegangen. Nicht, dass ich als Bürger oder Bürgerin dann denke, ich kann hier wirklich mitentscheiden und irgendwie finde ich dann auch meine Stimme nie mehr und das ist alles versandet und dann ist mehr Frust als sonst irgendwie da und dann wird es auch, dann kann die beste Plattform irgendwie installiert haben, dann wird es auch nicht funktionieren. Und das ist das Problem, das ich dann auch als Initiative habe, weil es wahrscheinlich total schwierig ist, dann die Sachen, die ich darüber laufen lasse, in den Stadtrat, also in die Politik oder in die Verwaltung hineinzubringen, wenn die ihr eigenes haben. So würde ich es einschätzen. Aber vielleicht, Tillmann, hast du da auch aus Würzburger Sicht nochmal einen anderen Blick drauf. Weniger aus Würzburger Sicht, sondern so persönlich. Ich glaube, wenn der Gruppe in der Bevölkerung stark genug ist, eine Plattform wie Konsul aufzusetzen. Da gehört schon ganz schön Wille dazu, würde ich sagen. Nicht, weil das so wahnsinnig und unmöglich und schwierig ist, aber das muss man dann schon wollen. Das ist ja schon ein bisschen mehr als, komm, wir machen eine Facebook-Gruppe. Weil das könnte man ja auch. Aber wir machen das ein bisschen ernsthafter und zeigen unserer Verwaltung, dass es sachlich ist. Dem würde ich eigentlich schon Erfolg vorhersagen wollen. Weil ich glaube, diese Ernsthaftigkeit und dann da was vorzulegen, da kann eine so eine Verwaltung dann auch nicht unbedingt so richtig was dagegen sagen. Und wenn ich jetzt die Roots richtig verstanden habe von Konsul, dann ist es ja eigentlich eher genauso auch irgendwann mal gegangen worden. Das heißt, bevor ich ein Regierungstool war, war ich eigentlich vielleicht eher ein Protesttool, also im übertragenen, also vielleicht etwas überzogenen Sinn. Aber ich sehe gerade, dass im Chat wahrscheinlich diejenige, weiß nicht mehr genau, zu dem Thema was sagen möchte, die Frage gestellt hat. Kann das sein? Da war gerade, kann ich zu dem Thema was sagen? Ist da aufgeblitzt? Ja, ich fühle mich angesprochen, ja. Schönen guten Abend, vielen Dank. Genau, das ist nämlich meine Frage, weil Hintergrund ist sozusagen, ich bin im Forschungsprojekt zu Demokratie, bla 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 bla. Und eins unserer Ergebnisse war, dass die Bürgerbeteiligung, Bürgerinnenbeteiligung im Bezirk sozusagen sehr, da ist noch Luft nach oben, wie man so schön sagt. Und wir parallel sozusagen auch online sozusagen darauf aufbauen wollten. Die Bürgerbeteiligung läuft, also so Bürgerinnenhaushalt und so weiter, läuft über berlin.de, diese Seite, und das ist katastrophal. Also ich spreche jetzt über einen kleinen Bezirk, der aber vielleicht wahrscheinlich genau die gleichen Probleme hat wie viele anderen. Und wir gesagt haben, okay, das war eine Rückkopplung aus einer Veranstaltung. So, Sie erinnern sich vielleicht noch aus dem Real Life mit Menschen. Ja, und wir haben gesagt, ich kann mich da auf dem Bezirk, selbst wenn ich informiert bin und auch mir meine Informationen hole, bekomme ich gar nicht auf einer Seite sozusagen alle Informationen. Das ist schon sehr, sehr hochschwellig. Und da wollten wir eine Alternative schaffen. Darüber sind wir auf Konsul gestoßen, was ich super finde. Aber welche Möglichkeiten habe ich sozusagen? Also ich bin jetzt technisch nicht super, aber auch nicht ganz schlecht. Und ich habe es zum Beispiel nicht hinbekommen, Konsul zu installieren. Und für mich wäre es aber wichtig gewesen, das zeigen zu können, zu sagen, ah, ihr habt das und das ist ziemlich schlecht und wir haben eigentlich was Besseres. Und das ist gar nicht so ein Gegenbezirk oder Politik, Verwaltung zu arbeiten, sondern zu sagen, ey, könntet ihr mal vielleicht irgendwie was Gutes machen? Weil irgendwie das, was ihr anbietet, ist eigentlich unter aller Kanone, muss ich leider so sagen. Ja, hat jemand von euch da Vorschläge? Also ich glaube, dass das geht. Ich glaube, Herr Garmstadt, suchen Sie sich jemanden, der sich mit dieser Programmierumgebung ein bisschen auskennt, und machen Sie das mit dem. Also ich kann den Source Code
mir runterladen bei GitHub und dann kann ich das installieren und dann brauche ich so ein paar Tools wie Capistrano und so, also irgendwie Sachen, womit man das dann, sagen wir mal, live bringt. Dann brauche ich 3 Server, einer ist mein eigener Rechner. Also so ein Zeug, also braucht so ein ITler bei euch im Team. Den kriegt ihr. Wenn ich höre, im Bereich Berlin, wenn es das in Würzburg gibt, dann gibt es da auch. Sitzt jemand, der macht da mit. Bin ich sicher. Ich hätte noch eine Nachfrage an dem Punkt. Ging es dann eher darum, dass man das wirklich schon aufsetzt für eine größere Beteiligung oder eher erst mal zum Zeigen, dass man es irgendwie vorzeigt, wie es funktioniert? Weil dann könnte ich es Ihnen per virtueller Maschine auch mal anbieten, dass Sie es für sich dann haben und da ein bisschen probieren könnten, zumindest in einem kleinen Kreis. Das war nämlich genau, vielen Dank, das war nämlich genau meine Frage. Also eben, also wie gesagt, ich würde das gerne als Alternative anbieten können. Ich finde, das ist ein Ansatz, wenn ich meckere, dann muss ich auch was Besseres bieten, ist so meine Meinung. Und dann zu sagen, schaut mal hier, wir würden gerne dahin und das macht vielleicht sogar Sinn, aber ich bin selber persönlich nicht in der Lage, das ist so ein bisschen auch, das hatten wir ganz am Anfang irgendwie ganz gut, irgendwie mit Ruby und was weiß ich irgendwie, dass ich sozusagen einen Ansatzpunkt habe, zu sagen, okay, das, was ihr mir anbietet in meiner Rolle als Bürger, das will ich nicht annehmen, sozusagen, das ist nicht zielführend. Ich habe hier ein Beispiel und natürlich kann ich dann Konsul als Seite einfach weiterleiten, so. Aber darauf wollen Sie sich nicht einlassen. Erst wenn ich irgendwie eine Alternative biete, ist meine Meinung, haben die anderen sozusagen den Zugzwang, darauf reagieren zu müssen, weil sonst sagen die einfach, ja, such dir doch mal da und da und da und da. Und wer denn will, der kann sich ja beteiligen. Und das ist aber so hochschwellig, das ist nicht nachvollziehbar. Und ich würde einfach gerne eine Möglichkeit haben, wo ich sage, okay, ich habe da ein neues Tool oder nicht mehr so neu, aber ich habe da ein schönes Tool. Und bitte, können wir da vielleicht irgendwie zusammenarbeiten, das zu nutzen, weil das macht für mich Sinn. Das, was angeboten wird, ist für mich nicht annehmbar. Ich habe eine bessere Alternative und ich möchte es ja sozusagen, also das ist so ein Druckmittel auch ein bisschen natürlich, ja, so und genau, also da ist für mich irgendwie so ein bisschen so, wie mache ich das, ja, also eben so und von wegen so, naja, dann lest doch mal da the Manual durch irgendwie und dann kriegst du das schon hin, kriege ich nicht. Und ich bin schon nicht ganz technisch außen vor, sozusagen. Also das ist die Idee von Herrn Strohmenger, glaube ich, schon genau die richtige, dass man das, er kann anbieten, vielleicht auf einer Testplattform da was zu. Ja, okay, wunderbar, super, geil, weil das fände ich nämlich, also das war vielleicht auch die dahinterliegende Frage. Wäre es denn zum Beispiel möglich, für Initiativen, Organisationen, die das gerne machen würden, in ihrer Gemeinde, in ihrer Stadt, in ihrem Stadtteil, sozusagen auf etwas Bestehendes aufzusatteln? Ja? Also wie WordPress. Ja? Also ich mache einen WordPress-Blog und das ist da schon dran. Die Frage haben wir eigentlich schon diskutiert, aber hier gerne das Angebot von Herrn Strohmenger, dass Sie ihm nochmal eine E-Mail schreiben. Ich glaube, da hat er gute Antworten für Sie. Ich habe jetzt hier noch eine Meldung aus dem Publikum. Herr Iseler, wenn Sie Ihre Frage direkt stellen wollen, können Sie das gerne machen. Sie müssen sich aber noch entstummen. Mhm. Ich hatte die Frage schon im Chat gestellt. Und zwar ist bekannt, ob der Server oder die Server, über die Konsul läuft, auf, sagen wir mal, allgemein deutschem, also europäischem Boden oder amerikanischem Boden stehen. Das heißt, gelten bei der Arbeit mit dieser Plattform europäisches Recht, das heißt, wir verfügen über unsere Daten, oder amerikanisches Recht, das heißt, der Sammelnde verfügt über die Daten. Und Herr Granstedt hat mir da freundlicherweise schon geantwortet, und zwar ziemlich wörtlich, nein, da wo der Produktionsserver steht, gilt das jeweilige Recht. Ja, das wusste ich vorher auch. Jetzt wollte ich wissen, ob jemand... Mein Server, der steht bei mir in meiner Werkstatt.
Mein Server steht bei mir in meinem Lab und dann heißt, das ist bei mir in Würzburg im Lab, da steht der, das ist der eine Server und der andere Server, da wo wir den aufgesetzt haben, das ist wirklich selbst installierter Server. Ja? Also da ist bei null angefangen und der andere steht in Nürnberg bei der Firma Hetzner, die kennt man wahrscheinlich. Das ist ein größerer Internetprovider, also auch in Deutschland nach deutschem Recht an der Stelle. Es ist keine, was Konsum ist keine Software as a Service, so wie WordPress.com oder sowas, wenn ich das also international benutze oder Facebook oder irgendwo sowas, sondern das ist eine Software, die Sie sich vollumfänglich, Open Source Software, die Sie sich vollumfänglich runterladen und dann in dem Rechenzentrum installieren, wo Sie das gerne haben möchten und das auch in dem Land ist, wo Sie das gerne haben möchten, auf dem Server mit grünem Strom oder sonstigem, ganz egal, wie Sie es wollen. Und das ist ja auch der Grund, warum es eine Ecke komplizierter ist, als sich irgendwo ein User-Konto zu machen und dann sagen, ja, da mache ich mit, wo ich dann eine große Firma habe, die das aus der Not heraus bei Google oder bei Amazon hosten muss und damit nicht mehr eine hundertprozentige Sicherheit darüber hat, wo die Daten eigentlich sind. Also, ganz klar von mir, und ich bin gar nicht mit Konsul verbandelt, außer dass ich es benutze, aber ich habe sozusagen die Nachteile und die Vorteile davon gehabt. Ich muss es selbst installieren, aber damit lege ich auch zu 100% fest, wo die Sache liegt. Alles klar, Simon, hast du was zu ergänzen? Bleiben Sie also geschützt im europäischen Recht? Ja, sogar ja, in meinem eigenen Haus, wenn das die Internetverbindung okay ist. Okay. Sehr gut, danke, ja. Herr Isela. Dann haben wir noch ein paar Fragen aus dem Chat, die ich gerne noch stellen möchte. Und zwar, wir haben jetzt schon von Initiativen gesprochen, die Konsul vorschlagen, aber wie ist es denn von BürgerInnen? Wie kann ich meine PolitikerInnen von Konsul überzeugen? Die Person hat geschildert, in meiner Kleinstadt gibt es nur Bürgerbegehren und einen Beirat mit Stadträten und ausgewählten Bürgern. Und das ist schon ein Konfliktpunkt. Die Entscheider sind ziemlich konservativ. Konsul scheint hier in weiter Ferne. Wie könnte man vorgehen, um das zu verbessern? Wie sieht es mit einem partizipativen Budget oder Bürgerhaushalt aus? So, jetzt. Okay, soll ich erstmal antworten? Ja, Simon, ja, gerne. Ja. Okay. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Wenn in einer Kommune sowieso eine gewisse Skepsis, eine Grundskepsis dagegen da ist, beziehungsweise vielleicht schon, vielleicht sogar mehr. Dann ist der einzige Weg, also den wir normalerweise haben, also wir von Mehr Demokratie machen ja im Endeffekt auch genau diesen Job, dass wir versuchen, eine Art Lobbyarbeit auch für Konsul zu machen. Das heißt, wir gehen in die Kommunen, wir sprechen mit den Bürgermeistern, wir sprechen mit den Fraktionen. Also entweder funktioniert es darüber, und wenn es nicht darüber funktioniert, dann ist es schon auch eine Option, was bei Herrn Hampel vorhin auch so ein bisschen durchgeklungen ist, als Antwort auf die vorherige Frage, dann das von unten ein bisschen zu forcieren. Also das heißt, je größer der Druck von unten wird und vielleicht, wenn die Presse dann auch nochmal mit aufspringt, desto einfacher ist es. Aber klar, also ich meine, wenn eine Kommune da jetzt total abblockt, dann ist es schwierig, weil dass so eine Plattform funktioniert, braucht in der Regel so drei Faktoren. Das eine ist der politische Wille, der dahinter steht. Also es muss schon irgendwo auch gewollt sein. Das zweite ist eine Verwaltung, die auch damit arbeiten will. Also wenn jetzt beispielsweise Antworten über Konsul irgendwie Wochen dauern würden, bis eine Response kommt, das würde halt einfach, dann funktioniert es auch nicht mehr. Ja, und das Dritte sind eben die BürgerInnen, die man braucht, die dann eben auf der Plattform sind. Wie das geht, haben wir vorhin mal mit Marketing schon besprochen. Aber wenn die ersten beiden Faktoren nicht funktionieren oder gar nicht mitziehen, dann wird es schwierig. Das heißt, da braucht es dann vielleicht auch mal erstmal ein bisschen längeren Vorlauf. Und da kann man uns übrigens auch immer gerne mal mit einladen. Wir halten gerne auch mal Vorträge irgendwo oder setzen uns mit den Fraktionen zusammen oder sprechen auch direkt mal den Bürgermeister an, wenn das hilft. Genau, also so, da sind wir immer gerne bereit. Und vielleicht ist es ja auch eine Gemeinde in der Nachbarschaft. Es werden jetzt ja immer mehr Konsulgemeinden. Ich glaube, wir haben aktuell so 50 Anfragen. Ein gutes Beispiel hilft natürlich da auch immer. Genau, was war der zweite Teil der Frage, Sarah? Wie es mit dem partizipativen Budget und Bürgerhaushalt aussieht. Ja, das haben wir. Das ist Teil von Konsul. Kastrop-Rauxel wird jetzt die erste deutsche Stadt sein, die es nutzt. Ich zeige es ganz kurz.
wenn wir diese fünf, also wir haben hier diese fünf Standardinstrumente, Würzburg hat Diskussionen und Vorschläge für sich mitgenutzt und hat es unter Projekte genommen. Das heißt, die meisten Deutschen machen das so, dass wir Projekte hier oben haben und dann die Instrumente unter den Projekten. Und hier haben wir den Bürgerhaushalt. Hier sehen wir haben verschiedene Phasen. Man kann hier, also wir haben hier das Beispiel Madrid mit, wo haben wir denn den? Ah ja, hier, genau. Wenn man zusammenzählt mit 100 Millionen Euro, die ausgeben, das ist relativ viel, auch weltweit relativ viel. Und da könnte dann jetzt verschiedene Ebenen auch reinziehen. Also man sagt, wir haben hier einen Haushalt für die ganze Stadt, dann nochmal für die einzelnen Stadtviertel. Und ansonsten funktioniert es aber ähnlich, wie wir das jetzt bei Vorschlägen und so weiter gesehen haben. Das heißt, wir haben hier eine Karte, da kann man die einzelnen Vorschläge mit reinnehmen. Oder wir, wenn wir jetzt hier auf einen Tipp gehen, dann sehen wir hier die einzelnen Preise, dass ich jetzt hier abstimmen kann. Sehen Sie, müsste ich mich anmelden. Aber wenn Sie das selber mal durchprobieren wollen, das können Sie. Und dann haben Sie hier oben auch die Einwahldaten, sowohl als Admin als auch als User. Und es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, wie man dann abstimmen kann bei einem Bürgerhaushalt. Also entweder man hat eine Stimme pro Distrikt oder mehrere, oder man kann es auch so machen, dass man den Haushalt wirklich aufteilt. Dass man jetzt, wenn man hier 4,1 Millionen schon ausgeben würde, dann hat man nur noch 5,9 übrig zum weiteren Ausgeben. Genau. Also so viel zum Bürgerhaushalt, aber auch gerne mal ja, selber ausprobieren, selber durchklicken. Stumm, Sarah. Danke sehr. super, dann hätte ich noch eine Frage. Wir haben jetzt zwar schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich glaube, da möchte jemand doch noch mal genaueres zur Öffentlichkeitsarbeit wissen. Also so konkret vielleicht auch, was ihr für Erfahrungen habt, wenn es um verschiedene Zielgruppen geht, die ihr erreicht, wenn ihr merkt, dass es bei der Beteiligung doch eher auf die eine Altersgruppe zuläuft als die andere. Ob es da Erfahrungen schon gab, welche Art von Öffentlichkeitsarbeit da am besten funktioniert. Ich kann da gerne aus meiner Sicht eher so vorsichtig antworten, dass ich nicht glaube, dass das ein großer Unterschied ist zu anderen öffentlichen Projekten, die man plant. Natürlich muss man und kann man auf zum Beispiel fehlendes Feedback oder fehlende Nutzung reagieren und digitale Werbe- und Öffentlichkeitsarbeitmöglichkeiten gibt es ja. Und in einem Team innerhalb der Verwaltung oder außerhalb der Verwaltung, einer Agentur, kann man sich einfach darüber Gedanken machen, wen will man erreichen und wie kann man den digital am besten erreichen und was ist der finanzielle, vielleicht, wenn es denn überhaupt einer ist, oder Manpower-Aufwand dahinter, um das Ziel zu erreichen. Also ich denke, digitale Kampagnen, Google-Kampagnen, Facebook-Werbung, Instagram, kann sehr wohl helfen. Die ganz klassischen Medien würde ich auf gar keinen Fall auslassen. Also eine Pressenotiz und die auch diskutieren und auch zum Interview zur Verfügung stehen und vielleicht auch den Innovationsfaktor nach vorne bringen und sagen, hey, wir haben das noch nie gemacht und das ist das erste Mal in der und der Stadt, dass wir digitale Bürgerbeteiligung machen. Was ist denn da? Da holen wir mal den Tilman Hampel, der soll das erzählen und dann kann der das auch machen, also jetzt in unserer Stadt, wozu man das denn nützt und ob das besser ist und ob es da auch ein Shoppen gibt und eine Salzstange oder wie auch immer. Also das kann man ja auch irgendwie mehr oder weniger unterhaltsam darstellen. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, sich dem Thema anzunähern und wenn es ein ganz lokales Thema um eine Umgestaltung einer Fußgängerzone ist oder eine Neuwidmung von Leerstand in der Innenstadt oder irgendwo sowas, dass ich die Leute frage, dass ich sage, ey, wir haben ein Problem, das wollen wir mit euch diskutieren, was habt ihr denn für Lösungen? Und dann gebe ich dann ein Interview, dann werbe ich da dafür. Ich kann mir Plakate vorstellen. Plakate kosten heute nichts mehr zu drucken. Die kann ich in die Innenstadt hängen und dann hänge ich die an so Dreiecksständer. Also bei uns in der Stadt gibt es so Kulturplakat-Dreiecksständer. Da kann man vielleicht die auch damit mal belegen und die Leute fragen, ey, da gibt es Bürgerbeteiligung, hier hast du für den Medienbruch einen QR-Code, damit kommst du auf die Seite, da kannst du dich anmelden und dann bist du da drin und dann kannst du nicht nur zuschauen, sondern halt mitmachen. Und ich denke, dass auch das, was vorhin gesagt wurde, dass bei einer Verwaltung da Gegenwind ist oder dass es eher Unkenntnis ist und dass man kennt Diskussionen im Internet als Hate Speech gefährlich und unsachlich und Mobbing und so weiter, das ist es halt nicht.
Menschen beteiligen sich nach unserer Erfahrung. Wir sind eine Stadt mit 135.000, 130.000 Einwohnern. Relativ behördenreiche Stadt und relativ wenig Industrie, viele Kirchen. Größter Arbeitgeber ist, glaube ich, die Universität. Das sind natürlich Leute, die irgendwo vielleicht so Mittelstand relativ stark, aber die wollen mitreden, was ihre direkte Umgebung angeht. Und das machen die sachlich. Die haben keine Lust, irgendwie ihren Bubble rauszulassen, wenn sie sofort irgendwie von anderen Leuten um Sachlichkeit gebeten werden, weil das halt eine moderierte Diskussion ist. Ich glaube, da ist die Angst, so einen Schritt zu gehen, größer. Und dann sagt man, ach nee, sowas wollen wir nicht, das machen wir nicht, das machen wir schon. Ich glaube, also eine so eine Veranstaltung von euch, Simon, ja, dort in der Gegend, und das kann auch eine Zoom-Veranstaltung sein, würde da helfen, bei uns würde sicher helfen. Wir haben so Foren, so Meetups in der Stadt, ohne Corona in Präsenz und jetzt halt nicht. Und da werden Leute immer eingeladen, die einen Vortrag zu einem bestimmten Digitalisierungsthema halten können. Das ist oft, geht es um Innovation und Digitalisierung. Und da könnte man so jemanden halt in der Stadt auch mal dazu einladen. Und warum nicht dann auch Leute, die es vielleicht schon mal eingesetzt haben und die Leute einfach mal dort befragen. Mhm. Danke sehr. Wir sind jetzt schon bald gegen Ende, aber ich habe noch ein paar Fragen. Ich versuche sie mal, dass wir sie durchbekommen, vielleicht nicht zu lange antworten. Da einmal kam die Frage noch, ich glaube, die geht an dich, Tillmann. Wäre es ideal, wenn man sich bei der Registrierung für bestimmte Themen beziehungsweise bestimmte Ortsnähe, Stadtbezirk anmelden könnte, um zu Beteiligungsprozessen gezielt eingeladen werden zu können? Kann ich sagen, ja, wäre sicher gut. Wenn ich das so machen möchte, kann man auch so programmieren, dass das geht. Alles klar. Dann hatten wir noch eine Frage, und zwar, die geht, glaube ich, an euch beide. Was sind drei positive Erfahrungen aus der Nutzung von Konsul und wo sehen Sie die Risiken? Das kann aber eine lange Antwort werden. Ich habe ungefähr 15 positive Antworten gegeben, glaube ich, während meines kurzen Vortrages. Besonders die Akzeptanz würde ich hervorheben, was die Bürgerschaft angeht, die ganz ganz vielfältiger Weise passiert, und eine Barriere, nämlich die wir uns gar nicht vorgestellt haben, dass es eine digital-analog-Barriere andersrum gibt, als das, wie sie uns die ganze Zeit, uns Digitalos die ganze Zeit vorgeworfen wird, dass es nämlich einfach keine digitalen Angebote gibt bei bestimmten Kommunikationsprozessen, sagen wir mal so. Die fällt plötzlich, diese Barriere, und plötzlich reden wir mit Leuten, die es bisher abgelehnt hatten, mit uns zu reden, weil es denen zu blöd war, zu dem Abend zu gehen, wo wir, obwohl es ja schöne Abende sind, wo wir uns der Öffentlichkeit stellen und eine Diskussion tatsächlich mit einer PowerPoint und so weiter führen. Also, und das meine ich voll ernst. Es ist ja wirklich was Gutes, wenn Leute zusammenkommen, miteinander über Sachen reden, direkt und präsent. Hier können wir es so machen. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass wir auf die Art und Weise einfach alle Altersgruppen erreichen. Nicht mehr nur die Leute, die gerade Zeit haben, zu dieser Veranstaltung zu kommen. Und negativ fällt mir schwer, drei zusammenzukriegen. Negativ sind die Punkte, die ich gerne verbessern will an Konsul. Das ist Analytics, das ist Multiprojektfähigkeit und das ist etwas, was ich noch nicht probiert habe, was aber in Spanien schon probiert wurde. Das trifft diese Analog-Digital-Barriere. Wird es möglich sein, kleine Kabinen auf den Marktplatz zu stellen, wo freundliche Menschen drin hocken mit einem PC vorne dran, wo Konsul draufläuft, und dann kann ich da hingehen und da kommt jemand, der halt keinen Bock auf Computer hat, und der geht da hin und kann sich beteiligen und schwallert jemanden, schreibt da rein in diese digitale Beteiligung, dass ich da dagegen bin oder da dafür bin. Wird das funktionieren? Das wurde schon gemacht. Ich glaube, dass es geht. Wir haben es noch nicht gemacht, aber ich denke, das wird der Weg sein, dass ich so eine Brücke aus dem ganz normalen unterfränkischen Sprech in Würzburg in dieses Internet reinkomme. Und da braucht man halt Personal dafür. Klar, muss ich 10 so Kabinen aufstellen. Warum nicht? Simon, von dir noch drei positive, drei negative? Ich halte mich jetzt ganz kurz an der Stelle. Tillmann hat das jetzt auch echt schon gut geschildert. Aber ein Punkt, den ich da einfach noch sehe, der sehr positiv ist, ist genau das, dass Würzburg sich da jetzt Gedanken macht, was entwickelt und es allen anderen dann auch zur Verfügung steht. Also dieses der Netzwerkgedanke einfach, der hinter Konsul steht. Ich glaube, das ist wirklich was, was einzigartig ist. Das kenne ich jetzt von anderen Tools eigentlich nicht, dass das so ist.
Und ich glaube, das ist ein riesen Pluspunkt. Und klar, es gibt immer Sachen, mit denen wir noch nicht zufrieden sind. Es gibt Nachteile, beispielsweise Analytics, was Tillmann jetzt angesprochen hat. Aber genau dafür ist der erste Punkt, ist eben diese Zusammenarbeit da. Dann wird es weiterentwickelt und dann profitiert jeder davon. Und ich glaube, das ist wirklich ja, das, was Consul einzigartig macht. Nehmen wir mal an, eine neue Stadt beschließt jetzt, Consul zu nutzen. Da kommt die Frage aus dem Chat, reicht es tatsächlich, die Unterstützung von Mehr Demokratie e.V. als Beratungsdienstleistung für den kompletten Betreuungsinput, um mit Consul kompetent arbeiten zu können? Geht an mich. Also ich glaube, Würzburg, also Tillmann, die haben gar nicht viel Unterstützung von uns angefordert. Die haben das etwas das meiste selber gemacht. Wir hatten so einen ersten Vortrag auf der Würzburger Web Week oder irgendwie sowas und sind da mit dem Professor, von dem Tillmann vorhin auch schon gesprochen hat, zusammengekommen. Und der hat in dem Semester dann ein Projekt zu Consul laufen lassen und das war der Anschub dafür. Und das heißt, wir waren da ab dem Zeitpunkt relativ raus eigentlich. Wir haben da gar nicht mehr viel machen müssen. Aber es geht natürlich auch anders. Also wir betreuen da auch gern außenrum von den Erstgesprächen bis hin zu der Frage, welche Themen eignen sich, wie kann man analog, digital ganz gut verbinden, welche Leitlinien braucht es auch, welche Verbindlichkeiten müsste es haben, Marketingkonzept und. Also da beraten wir sehr gerne. Wo wir dann raus sind, das ist das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, wir sind keine ITler. Also wenn es jetzt wirklich um die Implementierung von Consul geht, da sind wir dann die falschen Ansprechpartner, aber es gibt in Deutschland mittlerweile ein paar Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, vor allem auch eins, das ist da sehr groß und da ist auch bei Würzburg, glaube ich, so ein bisschen mit dabei, wenn jetzt Bamberg geholfen hat und München. Also da gibt es dann eben auch Ansprechpartner dafür. Alles klar. Dann bin ich mit den Fragen eigentlich am Ende. Es ist jetzt auch kurz vor 10, also würde ich euch einfach mal ganz herzlich danken für euren Input, für die Diskussion auch an alle Zuschauer und ZuschauerInnen. Vielen Dank für die vielen interessanten Fragen. Wenn es noch weitere Fragen gibt, einfach an Mehr Demokratie wenden, würde ich sagen, und auch nochmal an die Start Next-Kampagne denken. Und vielleicht finden wir noch ein paar mehr Städte, die Consul nutzen wollen. Also nochmal herzlichen Dank an alle und bestimmt bis zum nächsten Mal zu so einem Gespräch auf Zoom über Consul.